Hallo, ihr Freunde des Schwarz-Weiß-Films, des Gruselklassikers mit behaarten Protagonisten und natürlich den Fans des Film Noir vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß es nicht, wir reden drüber. Herzlich willkommen bei den Trashothek Movie Minutes. Genau, wir sind wieder da. Wir noch nicht ganz synchron, aber wir arbeiten dran. Es ist schon lange her. Ist richtig. Die letzte Movie Minutes Folge, die wir gemacht haben, da habe ich auch noch keine Lesebrille getragen. Das war zur, erinnerst du dich noch, zum Weißen Hai? Da war Kohl noch Kanzler, wenn ich mich verstehe. nicht ganz, aber es ist schon eine Weile her. Wir haben beschlossen, euch die Movie Minutes wieder ins Haus zu liefern. Wir gucken mal, wie wir das so hinbekommen. Und heute haben wir uns einen, der Sven hat es gerade schon angedeutet, einen ganz besonderen Streifen. Ein Schmankerl quasi. Ein Schmankerl, einen Kurzfilm will ich nicht sagen, aber ein TV-Special, was man gerade, und das ist auch was Neues bei den Movie Minutes, nicht direkt auf DVD und Blu-ray kaufen kann, sondern... Es läuft als der große TV-Roman bei RTL. Fast. Genau. Wir haben nämlich tatsächlich mal in den Disney-Katalog geschaut, sprich Disney Plus Streaming, und haben mal einen Blick auf die Neuveröffentlichung dieses Monats geworfen. Es kam diesen Monat raus, nämlich Marvel's Werewolf by Night. Oh ja. Werewolf by Night. Und das Ding hat uns gut gefallen, muss man mal so sagen. Also ganz ehrlich. Ja. Ich habe da schon, ich habe nicht viel erwartet und wurde doch, ich habe ihn sogar zweimal geguckt und er hat mir sehr gut gefallen. Jetzt müssen wir allerdings für euch Experten da draußen einmal kurz erwähnen, dass wir, wie so häufig bei Marvel, keine Ahnung von den Comic-Vorlagen haben. Manchmal haben wir ein bisschen mehr Ahnung. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nie vorher gehört. Und dementsprechend oberflächlich gucke ich jetzt zum Beispiel auch da drauf, kann also viele Referenzen vielleicht nicht zwangsläufig erkennen. Also Werewolf by Night habe ich auch noch nie vorher gelesen. Ich habe es nur mitbekommen, es ist eine Comicreihe aus den 70ern gewesen von Marvel, die zeitgleich mit Dracula und auch Frankensteins Monster gelaufen ist. Gibt es übrigens in einer schönen Edition für 99 Euro mit nur 1176 Seiten, ein richtig fetter Schmöker sozusagen von Panini Comics. Schnapper. Es ist ein Schnapper, es ist ein Sammelbuch, aber es lohnt sich. Und das ist ziemlich geil. Ich habe schon mal reingeguckt halt. Genauso wie Frankensteins Monster. Steht auf meiner Wunschliste fürs Christkind. Ja, aber kommen wir noch zum Film. Es ist ein TV-Special von Marvel. Richtig. Es geht 54 Minuten lang. 54 angenehme Minuten lang, genau. Es bewegt sich im Marvel Monster oder im Marvel Universe sozusagen. Mhm. Auch das, witzigerweise, ist aber wie viele Sachen von Marvel nicht ganz klassisch wie die typischen Marvel-Superhelden-Filme mit den Avengers-Protagonisten. Sondern es ist hier in dem Fall ein Film gehalten und deshalb jetzt hier mal schwarz-weiß, in schwarz-weiß gehalten, wie die alten Universal Monster Filme. Wirkt auch so, von der Optik her, von allem her, vom Schnitt her, von der Atmosphäre her, der Musik, alles. Es ist ein Film für Fans der Universal Monsters sozusagen oder der alten Grusel- und Horrorfilme der 30er und 40er Jahre. This Halloween, you can't escape the shock. The Terror of Werewolf by Night. Und Regisseur, und jetzt kommt es, Michael, wie wird er ausgesprochen? Giacchino? Ich hätte immer gedacht Giacchino, aber... Giacchino. Ich weigere mich, den Namen hier zu merken. Gesprochen. Weil seine Soundtracks nur mediocre sind. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir drüber streiten, lieber Sven. Ich weiß, Sven ist ein großer Hans-Zimmer-Fan, das wissen wir alle. Auch der kann sich mit seinen Soundtracks mittlerweile in der Trash-Trick sehen lassen oder hören lassen zum Teil. Aber egal. Nein, es ist das erste Langwerk von Michael G., nennen wir jetzt einfach mal, der bisher eigentlich hauptsächlich Komponist gewesen ist und mit 156 Credits als Komponist sozusagen bei IMDb so ziemlich alles komponiert hat, was so in den letzten 10 Jahren gelaufen ist. Nee, er ist ja der Haus- und Hofkomponist von J.J. Abrams, das heißt, du hast ihn bei allem... Seit Cloverfield, genau. Ja. Nee, schon, ich glaube, die haben vorhin? Schon bei den Serien irgendwie Alias oder so. Ah ja, Lost hat er auch, genau, war er auch mit glaub, dabei. Ich glaube, da waren die auch schon bei. Richtig. Und er hat sich jetzt mal gedacht, aber muss man mal sagen, auch The Batman gerade aktuell, die Jurassic Park Trilogie, die letzten Spider-Man-Filme. Also er hat so ziemlich alles gemacht, was irgendwie so Rang und Namen hat. Star Trek auch, die aktuellen Filme. Mhm. Er hat auch mal einen Star Trek Kurzfilm gedreht, Star Trek Short Trek und vor allen Dingen auch einen Kurzfilm, weil er auch ein großer Fan von Kaiju-Monstern ist. Das Ding nennt sich Monster Challenge. Challenge, genau.
Und jetzt hat er sich an diesen, nennen wir es mal, das Langwerk gemacht. Und ich finde, Werewolf by Night ist wirklich unterhaltsam. Worum geht es? Ich übernehme mal ganz kurz die Führung und dann kannst du direkt einsteigen in deine Empfindungen und deine Sachen, die dir so aufgefallen sind beim Film gucken. Es geht um den Monsterjäger Ulysses Bloodstone, der nicht mehr unter uns weilt oder in diesem Universum nicht mehr weilt, weil er gestorben ist. Der große Monsterjäger in dieser Zeit, in diesem Universum. Und seine zweite Frau, Verusa, hat in seinem Namen eine illustre Runde von 5 Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die im Rahmen einer Monsterjagd auf dem Anwesen von Ulysses ermitteln sollen, wer denn den mächtigen Blutstein erben soll. Daher auch der Name Ulysses Bloodstone, der Blutstein der Familie Bloodstone. Ja. Das ist selbsterklärend, genau. Der unter anderem lebensverlängernde Wirkungen hat, zumindest auf seinen Träger übergibt, sozusagen, weshalb Ulysses auch so alt geworden ist. Sehr schön, diese aufgedunsene Zombie-Figur, die man dann angekurbelt hat. Aber das will ich gar nicht vorgreifen. So. Tonight it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster. Masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. Zu der Jagdgesellschaft zählt unter anderem Jack Russell, kein Jack Russell Terrier, aber das könnte schon die Anspielung sein, so ein bisschen. Aber auch Ulysses lange abspenstige Tochter Elsa. Lang abspenstig, oder meinst du lange bei groß? Lang. Okay. Ja, lang. Die war lange nicht mehr da, das war ja auch so eine Diskussion. Und sehr zum Missfallen von Ulysses zweiter Frau Verusa. Alle Waffen und Tricks sind erlaubt und natürlich spielen nicht alle mit offenen Karten in dem großen Geisterlabyrinth auf Bloodstones Anwesen. Es geht nämlich darum, ein Monster zu fangen oder zu töten, auf dessen Rücken der Blutstein festgemacht wurde. Und das ist im Prinzip der ganze Plot. Und dann geht's, zack, 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 geht's los. Und jetzt auf mit euch, ab in den Labyrinthgarten. Und dann geht das fröhliche Gemetzel los. Death is coming for you! In Schwarz-Weiß. Es gibt ein paar blutige Szenen, aber weil sie in Schwarz-Weiß sind, ist es ja wahrscheinlich auch deshalb ab 16. Also es gibt wenige Momente, die mit Farbe arbeiten, ja. Nämlich der Stein zum Beispiel. Ja. Ja. Der wird halt konsequent in Farbe gezeigt, aber ansonsten klassische Schwarz-Weiß-Optik. Ja. Ja. 54 Minuten gibt sich der Film. Es ist ein Film mit einem kleinen Spin drin, es gibt ein paar schöne Überraschungen, es gibt ein bisschen Gemetzel, wir haben den einen oder anderen Kampf zu sehen, wir haben ein sehr unterhaltsames Monster. Das Ganze ist nicht so bierernst, auch ein bisschen augenzwinkend, ich musste herzhaft lachen zwischendurch. Naja, also spätestens als der Name von dem Vieh genannt wurde, also ich weiß nicht, an wen du dabei gedacht hast. Du meinst bei Ted the Man-Thing, das ist ja eine Comicfigur, die eigentlich direkt nach dem Swamp Thing von DC erfunden worden ist. Halt. Also ich musste halt an den Teddybär und Mark Wahlberg denken. Das war halt in dem Ted. Stimmt. Sorry, ging nicht anders. Ja. Also es war schon lustig. Ted ist übrigens das einzige Monster oder der einzige Special Effekt so ziemlich, der digital animiert worden ist, habe ich gelesen. Während alle anderen Geschichten also wirklich Make-up-Effekte gewesen sind, Monstermasken. Wobei das Monster sehr nach Gummi aussah. Also ich glaube, haben sie gut hinbekommen. Ja. Ne? Vor allem am Ende, da sieht man nochmal so eine farbenfrohe Szenerie am Ende des Films, das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Optik war wie britische Horrorfilme in den 50ern. Genauso sah das aus und im Hintergrund lief dann diese wunderbare Musik Somewhere Over the Rainbow, ne, war's ja? Ja. Und also ihr merkt schon, das ganze Film ist sehr abstrus. Jetzt ist es so, dass sich Regisseur Michael G. jetzt keine großen Stars ins Haus geholt hat. Hätte er sicherlich machen können, aber er hat sich einfach mehr auf so Darsteller verlassen, die eher mehr in Fernsehserien auch unterwegs gewesen sind, also auch für das Fernsehspecial, wie unter anderem Garcia Bernal, der den Jack Russell spielt. Der war früher vor kurzem noch in Old von M. Night Shyamalan zu sehen. In Zorro 2001 unter anderem, aber das ist sonst auch jemand, der eigentlich mehr
in Arthouse-Filmen unterwegs ist und in kleineren Fernsehserien. Genauso wie die Tochter Elsa Bloodstone, gespielt von Laura Donnelly. Die war bei The Outlander zu sehen, The Nerfers oder auch Britannia. Und besonders spannend fand ich jetzt die zweite und auch sehr kratzbürstige Ehefrau von Ulysses Bloodstone, die Verusa, die wurde gespielt von Harriet Swanson Harris. Die kennen wir zumindest, ich als Frasier-Fan, als sie also wirklich anstrengende, gruselige, psychopathische, durchgeknallte Agentin von Frasier namens Bibi Gläser in der Fernsehserie. Die war wirklich von 1993 bis 2004 in allen Staffeln dabei. Und ich glaube, tatsächlich hat sie viele dieser Comedy-Serien gemacht. Unwahrscheinlich viele Comedy-Serien, war auch bei Nurse Betty mit dabei. Und also hat aber immer so diese Figuren gespielt, die etwas angestrengte, sehr schräg wirkende Tante von nebenan oder ich meine, da spielt sie Gouvernante. Basically auch hier. Ja. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Ensemble per se im Film ist hat cool. mich jetzt, ja, aber hat mich nicht vom Hocker gehauen. Aber es also, ist cool. Also, ich will nichts dagegen sagen, ich kann nur bis auf für sie nicht großartig was dafür sagen. Also sie fand ich halt einfach, die Rolle, die sie gespielt hat, wie sie gespielt hat, da hatte ich richtig Spaß dran. Der Rest war anwesend und hat seine Arbeit erledigt. Ja, aber ich fand sie ich fand sie so, dass sie echt wirklich, das hat man ja auch bei solchen Filmen, dass man manchmal bestimmte Rollen gar nicht auseinanderhalten kann. Das waren sehr eigenständige Charaktere und sehr eigenständige Schauspieler. Der eine, der bärtige, etwas so hünenhaft, der hat mich so ein bisschen an, ich habe zuerst gedacht, das ist Kurt Russell. Ich habe mir gedacht, das ist Ron Perlman. Oder so. Ich habe mir Kurt Russell gedacht, weil er sieht so ein bisschen aus wie Kurt Russell in diesen Weihnachtsspecials halt so ein bisschen. Und naja, egal. Es ist auf jeden Fall wirklich eine tolle Hommage an die alten Monsterfilme. Und es ist, wie gesagt, wenn man den Trailer guckt, denkt man, da kommt jetzt so was richtig Geiles, Schräges, Blutiges, Actiongeladenes, Grindhouse-mäßiges auf dich zu. Aber der Film an sich ist dann doch eher ruhig gehalten. Der hat ein paar kleine Highlights, ein paar Action-Szenen, aber es ist jetzt nicht so, dass das am laufenden Band hier abgefeuert wird, ein Feuerwerk ist. Oder nee, es ist nicht Marvels Endgame, kein Avengers-Film oder was auch immer. Ja. Aber das finde ich wiederum auch das Schöne, dass Marvel halt da an der Stelle, dass Kevin Feige halt auch bewusst sagt, nö, das haben wir jetzt gekauft, haben wir jetzt in der Tasche, da machen wir jetzt was mit. Ja. So, und während nicht jede Miniserie aus diversen Universen zwangsläufig immer funktionieren muss, finde ich solche Elemente dann auch ganz nett. Und ich finde, da kann Marvel sich ruhig mal austoben. Also ich hätte gerne noch ein, zwei weitere kleine Episoden davon, gebe ich ganz ehrlich zu. Kann man ich durchaus. Ich hätte gerne gewusst, wie die Geschichte weitergeht mit Jack und Ted sozusagen. Das fand ich ganz amüsant. Gut, wollen wir nicht weiter vorgreifen, guckt euch das Ding an. Es macht wirklich Spaß. Es gibt es, wie gesagt, momentan noch nicht auf Blu-ray oder DVD. Ihr müsst es euch bei Disney Plus reinziehen. Das wird jetzt nicht immer so bei den Movie Minutes sein. Wir werden natürlich auch wieder auf Blu-ray und DVD-Veröffentlichungen zurückgehen. Noch ganz kurz das Threshometer. Ja. Nicht vergessen dürfen, traditionell. Da hatten wir bei Nix fürs erste Date, also kann man das an dem ersten Date präsentieren. 3 Punkte. 3 von 5 möglichen Punkten. 3 von 5. Genau, je besser, je höher. Der Bierdeckelfaktor, das heißt, würde das Drehbuch auf einen Bierdeckel packen, sagen wir ja, 5 Punkte, weil die Story ist halt relativ überschaubar. Es gibt 1, 2 kleine Twists. Ist halt nicht Tenet. Ja, genau. So, wie viele Punkte würde Tenet eigentlich kriegen? Beim Bierdeckelfaktor? Ja. Ja, müsste minus 5. Ja, aber Tenet wird nie in der Trashothek landen. Richtig. Um ganz ehrlich zu sein. Dann haben wir den Glutamatwert. Wie viel Blut gibt es? Da sind leider nur 2 von 5 möglichen Punkten drin. Es gibt eine abe Hand, es gibt hier und da einen zerquetschten Kopf und mal irgendwie einen aufgespießten. Wirkt aber natürlich, weil schwarz-weiß ist. Schwarz-weiß halt doch noch sehr familienfreundlich, ne? Ja. Um ganz ehrlich zu sein. Ich fand auch mal zwischendurch die Effekte gesehen, was es so aufgefallen ist. Es gab mal so Blutspritzer auf der Kamera. Mhm. Das fand ich auch ziemlich cool gemacht. So, das war wirklich. Hat mir gut gefallen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, so ziemlich geil. Dann das Sexorama. Wie stark bringt euch dieser Film, dieses TV-Special in Wallung? 0, um ganz ehrlich zu sein. Da ist nichts. Und mich bringt wirklich vieles leicht in Wallung. Also das ist jetzt nicht, wir nicht sind schwer. Wir sind in einem Alter angekommen, wo man schnell in Wallung gebracht richtig, wird. Richtig.
Mich holt eigentlich alles hinterm Ofen hervor, aber da war nichts. Nein, nee. Da war wirklich nichts dabei, nicht mal Ted. So, und der Trashpegel ist, auch wenn es gut produziert ist, professionell, ein toller klassischer Horrorfilm. Allein des Themas wegen der Art und Weise der Umsetzung und vor allem wegen Ted. Und auch Ulysses Brimstone, guckt ihn euch an, ich finde ihn grandios, geben wir 4 von 5. I'm rotting for you. Was denn? I'm rotting. Ja, genau. Stimmt, das war auch eines der Zitate, die ich mir hier aufgeschrieben habe, glaube ich. Ich verwese vor Aufregung, verzeiht mir meinen Friedhofshumor. Das war in der deutschen Synchro. Oh, das ist aber böse übersetzt. Ja, oh. Das ist so ein bisschen. Im Original ist es halt, dass er am Ende sagt, ohne so viel zu spoilern, sagt er halt, I'm rotting for you. Ja. Das müsste halt rooting heißen an der Stelle. Das ist halt ein Wortwitz, der funktioniert im Englischen dann besser. Ja, im Deutschen war aber großartig. So. Ja, so, und deshalb Trash 4 von 5 Punkten. Da kommen wir auf einen Gesamtwert beim Trashometer von 14 Punkten, geteilt durch 5 sind 2,8. Und das ist auch ein relativ guter Wert. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wie immer, alle Filme, die bei uns besprochen werden, sind sehenswert. Wir bringen keine Gurken und keine Sachen, die wir selber doof finden, nur um sie hier zu präsentieren. Also alles, was ihr bei uns in den Movie Minutes auch zukünftig hier wieder seht, sind Filme, die man sich als Trash-Filmfreund auf jeden Fall angucken kann und sollte und wo ihr, ich sag mal, keine große Langeweile haben werdet. Richtig. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei den nächsten Movie Minutes. Gucken wir mal, ein bisschen Prösterchen, erst bei den härteren Sachen. Ich bin bei den alkoholfreien zurzeit und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Mal gucken. Bis dahin verwesen wir noch ein bisschen für euch. Genau. Bis bald. Wir rotten noch ein bisschen vor uns hin. Ciao. Tschüss. Das ist unsere neue Catchline. Bis dahin verwesen wir noch ein bisschen für euch.